Ola YouTube. Heute machen wir mit euch diese unfassbar schönen Sternzeichen Schlüsselanhänger. Und zwar brauchen wir dafür Ultracast und einfach random Pigmentpulver, die euch gefallen. Ich mache das Ganze hier im Galaxy Look, also dunkelblau, hellblau, rosa und so eine Art Beige. Und dann legen wir schon los und gießen zuerst eine klare Schicht rein und legen diese Goldeinlagen, diese Sternbilder rein. Das machen wir aber am Tag davor, weil wir nicht wollen, dass sich das durchsichtige Harz mit dem farbigen vermischt und wir diese Sterne nicht mehr so gut sehen. Versteht ihr, was ich meine? Ihr könntet auch ausprobieren, ob es vielleicht direkt in einem Zug geht. Sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Dann können wir uns den zweiten Schritt sparen. Ich habe übrigens dann nochmal klares Harz in die Silikonform gegeben und erst dann die farbigen reingegeben, weil ich habe gemerkt, das gibt viel schönere Effekte. Weil wenn man das einfach direkt drauf gibt, dann sieht das Ganze nicht so verwirbelt aus, wisst ihr, was ich meine? Nicht so 3D-mäßig. Aber am Ende seht ihr, was ich meine. Ein Tipp, um das Ultracast noch blasenfreier zu bekommen, ist, lass es einfach stehen für 10-15 Minuten und dann steigen die Bläschen schon von selbst nach oben. Passt aber auf, dass ihr das nur mit dem Ultracast macht oder anderen Harzen, die eine lange Verarbeitungszeit haben. Weil wenn ihr das zum Beispiel mit einem Harz macht, was nur 20 Minuten Arbeitszeit hat oder so, dann habt ihr halt nur 10 Minuten zum Arbeiten, ne? Und die chemische Reaktion kann sehr stark werden und dann ätzt das alles. Ich habe dieses Video übrigens auch als Short gepostet, was eine Minute lang ist, falls ihr keine Lust habt, euch das hier ganz detailliert anzugucken oder auch auf meinem Instagram-Account. Alle Materialien sind übrigens unten verlinkt und die klassischen Schlüsselanhänger-Dinger, die man da bei Amazon kaufen kann, da sind die Ringe zu klein für diese Schlüsselanhänger. Wir können das praktischerweise einfach direkt dran machen, müssen keine Löcher mehr bohren. Und ich habe mir dafür andere Ringe gekauft, die verlinke ich euch auch. Ich werde die heute ausprobieren. Ich hoffe, das klappt alles von der Qualität und allem. Ich schreibe euch das auch einfach in die Beschreibung dazu. Und übrigens, wenn ihr sehen wollt, wie man so einen Buchstabenschlüsselanhänger macht oder das mit dem Reihenbohren, dann verlinke ich euch hier oben rechts das Video dazu, weil im heutigen Video zeige ich nicht, wie man das Goldzeug dran macht. Noch ein kleiner Tipp ist, wenn ihr so kleinere Sachen habt, dann nehmt so einen Pappbecher und ihr könnt ihn dann squeezen, also zusammendrücken und viel präziser reingießen. Hier klappt das nicht ganz so gut, weil ich so Espresso-Pappbecher habe. Irgendwie ist das nicht so effizient, also nehmt normale und dann könnt ihr das ohne Probleme da reinkippen. Ich habe sogar mal bei Leuten gesehen, dass die Pipetten benutzen. Hat damals bei mir nicht funktioniert, weil ich sehr dickflüssiges Harz benutzt habe. Aber ich glaube, bei so dünnflüssigerem klappt das. So, ich glaube, das war's schon mit Infos, die ich euch geben kann. Schaut gerne auch in meinem YouTube-Kanal vorbei. Da habe ich so eine Playlist-Grundlagen oder auch andere schöne Sachen. Und ich habe auch einen Etsy-Shop, wo ihr meine Silikonform kaufen könnt. Oder eine Anfängerbox zum Beispiel für Kunstharz. Und ansonsten freue ich mich auf euren Instagram-Besuch. Bis dahin, ciao, ciao!